Gut, es war im Zusammenhang mit einer schweren Infektionserkrankung, hatte ich einen Herz-Kreislauf-Stillstand und habe dann eine typische Nahtoderfahrung, Notarztwagen, Schockraum durchgemacht, die mit den Elementen oder einige der Elemente, die man typisch kennt, Lebensrückblick, Tunnelerfahrung, Lichterfahrung. Und das hat mich doch tief durchgerüttelt. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich all das wieder in meinen Alltag eingeordnet hatte. Und seitdem habe ich auch ein großes Interesse für die Nahtoderfahrung. Wenn man selber mal eine hatte, fängt man natürlich gerade als forschender, akademisch interessierter Mensch, habe ich dann angefangen, die Literatur zu lesen über die Nahtoderfahrung und mich damit zu beschäftigen, weil die natürlich auch einige interessante Probleme in der Philosophie des Geistes aufwirft. Also beim Lebensrückblick ist es nicht alles bei der Nahtod, muss ich davor sagen, nicht alles bei der Nahtoderfahrung ist emotional geladen. Es fing bei mir an mit einem Moment ganz tiefer, kristallklarer Ruhe, wo die Bewegungen des Geistes völlig zum Stillstand kamen und die Todesangst, die man vorher verspürt, aufhört. Aber das ist überhaupt nicht emotional gefüllt und hat seine Erhabenheit gerade dadurch, dass es fast in einem, wie soll man sagen, buddhistischen Sinne gegenstandslos ist. Man denkt an nichts, man nimmt nichts wahr und hat kein bestimmtes Gefühl. Einfach kristallklare Ruhe und auch Stillstand des Geistes. Das ist ein ganz eigenartiges, sehr extremes Erlebnis, was man im Alltag sonst nie hat. Also das gehört auch zur Nahtoderfahrung. Beim Lebensrückblick haben Sie recht, gibt es dieses transpersonale Erleben, was wir ja im Alltag alle schon ein bisschen kennen. Da gibt es heute die Theorie der Spiegelneuronen. Wenn Sie jemanden sehen, der mit dem Fuß gerade in einen Nagel tritt und zusammenzuckt, zucken Sie selbst ein klein bisschen zusammen. Das heißt, wir spüren das ein klein wenig mit, transpersonal. Natürlich spüren wir nicht den Schmerz der anderen Person, aber wir rekreieren in uns ein kleines bisschen eines ähnlichen Schmerzes. Und diese Fähigkeit nimmt im Lebensrückblick auf eine, wenn man das nicht gewohnt ist, frappierende Weise zu. Also man erlebt wenn man andere verletzt hat, deren Gefühle in einer Weise, die ja einem die Augen öffnet. Ja. Das wird natürlich sehr unterschiedlich berichtet. Bei mir, viele sehen eine bestimmte Gestalt, engelhafte Gestalt oder so etwas. Bei mir war es, dass nach dieser absoluten Stille-Erfahrung, die ich eben gerade beschrieben habe, die in sich sehr erhebend ist und die würde ich überhaupt nicht abmindern wollen. Die klingt so leer, aber gerade diese Leere hat etwas unglaublich Großartiges. Durch diesen Tunnel tritt man in so eine gleißende, ich würde sagen, fast Landschaft, aber es sind keine speziellen Berge da oder irgendwas. Es ist einfach ein changierendes Licht. Und es gibt also eine optische Wahrnehmung, die einfach energiegeladen ist, lichtgeladen ist. Aber ich habe keine spezielle Figur gesehen. Also was ich aber gespürt habe, ist ein personales Angesprochensein und ein im positiven Sinne überwältigt werden von Liebe, also einzutauchen in eine personale liebende Zuwendung, die mich dann auch völlig ergriffen hat, in einer ganz hohen Intensität. Aber ich habe keine spezielle Gestalt gesehen oder irgendwie ein Engel. Das berichten ja andere anders. Man weiß dann auch nie genau, ob die es nachher auch ein bisschen interpretieren, von ihrer Tradition her, von ihrer Religion her. Also bei mir war es nicht so, dass da eine spezifische Gestalt, Christus oder Buddha oder irgendjemand erschienen ist. Aber es war ein Gegenüber, ein Du da, was Emotionen mir mitgeteilt hat. Alle Erlebnisse sind natürlich sehr schwer zu beschreiben. Wir
Vertrauen darauf, wenn wir Erlebnisse beschreiben, dass der andere oder die andere, denen wir das mitteilen, die auch schon mal gehabt haben und in sich so ein bisschen nachschwingen lassen können. Aber verrückterweise können wir uns an Fakten erinnern. München ist die Hauptstadt Bayerns und so weiter. Aber an Gefühle können wir uns nicht richtig erinnern. Also man kann nicht einfach durch einen Willensentschluss das Gefühl, was man vor 10 Tagen hatte, wiederherstellen. Und von daher ist schon mit sich selber über seine eigenen Gefühle, sich sprachlich zu vergewissern, ist schon sehr schwierig, weil ein Gefühl eigentlich nur gegeben ist, wenn es eben da ist. Man kann es nicht durch Erzählen, durch Erinnern wiedererzeugen. Und im Gespräch wird das noch schwieriger. Ich würde sagen, da ist die Nahtoderfahrung nicht anders als alle anderen Gefühls- oder erlebnisgeladenen Gehalte auch. Nur ist die so speziell anders, so anders gelagert, dass viele Menschen eben gar nicht wissen, wovon geredet wird. Also man könnte einmal versuchen, die Nahtoderfahrung im Rahmen der bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erklären. Sagen, es gibt einen speziellen Botenstoff, eine spezielle chemische Substanz, Ketamin, DMT, diese Droge, die auch von den Ureinwohnern Indios in Südamerika gerne in so einem Tee zu sich genommen wird, um spirituelle Erlebnisse zu haben, auch in religiösen Zusammenhängen benutzt wird, dass solche Substanzen diese Erfahrung auslösen können. Das könnte sehr gut sein. Das würde aber nicht gegen die Erfahrung sprechen, sondern man kann ja auch von mir aus, wurde LSD verwendet in der Psychotherapie und viele Menschen haben durch einen kontrollierten LSD-Genuss gelernt, mit bestimmten psychischen Verletzungen besser umzugehen. Und das war hilfreich in der Therapie. Später wurde es dann verboten, weil es so viel Missbrauch gab. Also bloß weil etwas von einer Substanz her erzeugt werden kann, ist es noch nichts wertlos oder sinnlos. Das könnte also sein, dass bestimmte Substanzen uns helfen, solche spirituellen Erlebnisse zu haben. Daraus folgt auch keineswegs, dass es die spirituelle Dimension nicht gibt. Denn wir brauchen ja auch bestimmte Substanzen in unserem Gehirn, um die Außenwelt zu sehen. Ja? Wenn wir die nicht haben, sehen wir nichts mehr. Das heißt aber nicht, daraus kann man nicht folgen, es gibt die Außenwelt nicht. Ja? Also bloß weil wir eine Substanz brauchen, heißt es nicht, dass alles, was wir mit dieser Substanz erleben, auch aus dieser Substanz stammt, sondern wir brauchen sie nur als ein Vehikel, um diese Realität wahrzunehmen. Das wäre also eine Erklärung, die ganz in unserem Weltbild vonstatten geht. Ich will das nicht ausschließen, ist nicht völlig ausgeschlossen, aber es sieht nicht sehr gut aus dafür. Und zwar aus folgendem Grund. Es hat sich immer mehr gezeigt, dass die Nahtoderfahrungen, in letzter Zeit sind auch gute Datierungen gelungen, in einem Moment passieren können, nicht müssen, in dem das Gehirn die typische Aktivität, die wir für das Wachbewusstsein oder spezielle Formen des meditativen Bewusstseins brauchen, gar nicht mehr ausüben kann. Und das Gehirn hat so wenig Sauerstoff, so wenig Zucker, dass es bereits auf einer Nulllinie im EEG ist. Der Patient ist praktisch hirntot und in der gleichen Zeit findet eventuell, wir wissen es nicht mit Sicherheit, die Nahtoderfahrung statt. Wenn das korrekt ist, dann wäre die zweite Strategie auf jeden Fall erforderlich. Wir müssten eine Revolution unseres wissenschaftlichen Weltbildes haben, um das zu erklären. Weil bisher sagen wir, dass ein normal funktionierendes neuronales Netz notwendig ist für Bewusstsein. Wenn das gesamte neuronale Netz runtergefahren ist und das Bewusstsein wird dann sogar noch intensiver, dann stimmt unser jetziges Weltbild nicht. Ich sage immer scherzhaft so, das ist so, als wenn die Auto einen Kolbenfresser hat, aber dann viel besser fährt als vorher. Dann haben sie irgendwie eine falsche Theorie über den Motor. Und die dritte
Die dritte Möglichkeit wäre zu sagen, es ist ein so tiefes Rätsel, wie Bewusstsein und Materie zusammenhängen, dass es einfach den menschlichen Verstand übersteigt. Also auch keine Revolution im wissenschaftlichen Weltbild wird dieses Geheimnis jemals auflösen. Das sind die drei Möglichkeiten. Ja. Panpsychismus kommt vom griechischen Pan, alles, und Psyche, die Seele oder das Geistige. Und das ist die These, die in der westlichen und noch mehr in der östlichen Philosophie eigentlich uralt ist, Jahrtausende alt, dass das, was wir das Geistige nennen, Denken, Bewusstsein, Empfänglichkeit für Ideale, Werte, nicht erst mit dem Menschen spät auf die Bühne der Evolution getreten ist, sondern dass schon bei den Tieren, sogar bei den Pflanzen und vielleicht noch sogar im Bereich des Anorganischen eine Empfindsamkeit für das Geistige da ist. Dass zum Beispiel ein Kristall, der sich bildet, eine mathematische, schöne geometrische Figur ausdrückt, einzigartig in jedem Kristall, dass der in irgendeiner Weise etwas Geistiges erfasst und ausdrückt. Oder in der Quantenmechanik gibt es Beispiele dafür, dass die Teilchen anscheinend informiert sind, Informationen besitzen über Dinge, die ein weiterer geöffneter Spalt etwa, die weit von ihnen entfernt sind. Das könnte man in die Richtung interpretieren, und das versuche ich in diesen Theorien, dass primitive Formen des Geistigen sich durch die ganze Natur ziehen. Sonst hat man nämlich das Problem, dass lange Zeit in der Evolution war überhaupt kein Geist da, purer Mechanismus, pure Materie. Und dann kommt plötzlich wieder Geist aus Aladins Wunderlampe, ohne dass jemand weiß, der Geist auf. Und das ist keine gute Erklärung. Ja. Und da gibt es den klassischen Satz der Philosophie, nichts kann etwas geben, das es nicht besitzt. Also wenn die Materie nichts Geistiges besitzt, kann sie auch nichts Geistiges geben, nichts Geistiges hervorbringen. Das ist der Grundgedanke. Das ist jetzt eine spezielle Interpretation, die auf einer wiederum speziellen Interpretation der Quantenmechanik beruht, die sehr umstritten sind. Kann man vielleicht gar nicht darauf eingehen, weil das zu technisch wird. Mehrere Interpretationen der Quantenmechanik, sowohl die Kollaps-Interpretation als auch die Bohmsche, dass es da so ein geistiges Feld gibt, das ähnlich wie ein GPS-Signal die Teilchen informiert, wo sie sich gerade befinden, oder auch die sogenannte Viele-Welten- oder Viele-Geister-Interpretation. Bei allen ist es möglich zu sagen, und vieles spricht dafür, dass das, was wir Welt nennen, ein Wechselspiel ist zwischen einem materiellen Aspekt und einem geistigen Aspekt. Dass es das rein Materielle gar nicht gibt, sondern dass das eine Illusion ist, dass es reine Materie gibt, sondern, wie der große Philosoph Whitehead gesagt hat, alle echten Einzeldinge in der Welt haben sowohl einen geistigen Pol wie einen materiellen Pol. Und der geistige Pol ist verantwortlich für Kreativität, für Neues, für die offene Zukunft. Und der materielle Pol ist zuständig für Verlässlichkeit, Naturgesetze, Hervorbringung nach kausalen Gesetzen. Und in diese Richtung, in diesen großen Rahmen würde ich Dürr auch einordnen. Ja. Obwohl ich im Detail vielleicht dann auch anderer Meinung bin. Aber das ist ein Bundesgenosse in dieser neuen Interpretation der Welt als einer, die durch und durch geistig ist. Meine Empfehlung ist es, die Nahtoderfahrung zunächst mal als Erfahrung stehen zu lassen. Das heißt, die Nahtoderfahrung wird sehr schnell von verschiedenen Gruppen vereinnahmt. Manche wollen sofort das Jenseits beweisen damit. Und natürlich lässt sich das Jenseits nicht einfach so beweisen. Und andere wollen sagen, oh, das gefährdet jetzt mein naturwissenschaftliches Weltbild und wollen es sofort kleinreden und sagen, das ist ja nur Gute-Nacht-Geschichte eines sterbenden Gehirns. Ja. Ähm,
man sollte die Erfahrung von diesen Interessen lösen und die Erfahrung für sich sprechen lassen. Und das haben ja verschiedene, zum Beispiel Pim van Lommel, sehr gut getan, seinen Studien, dass er die Menschen befragt hat, wie hat diese Erfahrung ihr Leben verändert. Ja. Und schon in der Religion, in allen großen Religionen, stand man ja vor dem Problem, es gibt Verrückte, die alles Mögliche behaupten, was sie erlebt haben, und dann gibt es echte Mystiker. Ja. Und die haben zum Teil, was die behaupten, ist sehr ähnlich, können sie von außen nicht unterscheiden. Und die Antwort der Religion war, der Unterschied liegt in der Praxis. Derjenige, der sein Leben wirklich dauerhaft verändert, der hat eine echte Erfahrung gehabt. Und der andere, der sein Leben nicht verändert, ist ein Schwätzer. Oder ein Gaukler oder vielleicht auch nur ein Verrückter. Und da hat sich ja gezeigt, dass die Nahtoderfahrung das Leben eines Menschen, der die hat, dauerhaft verändert. Es verschwindet die Angst vorm Tod. Die Fähigkeit zu zwischenmenschlichen Beziehungen wird besser. Die Wertehierarchie ändert sich. Man achtet mehr auf das Geistige, auf Weisheit, weniger auf Reichtum, Einfluss, Macht. Und dieses Phänomen, dass eine solche Erfahrung, die in Sekunden sich vollzieht, einen Menschen aus der Tiefe heraus seinen ganzen Charakter umkrempeln kann, da braucht man gar nicht zu diskutieren, kommt das jetzt von einer Droge oder ist das im Jenseits, das können wir alles weglassen. Aber allein diese Tatsache, dass es so dramatische Erfahrungen gibt, sollte ja interessant sein. Und deshalb meine ich, sollen wir erstmal über die Erfahrung reden und später dann vielleicht auch noch über die Interpretation. Gerade in einer alternden Gesellschaft, wo die Hälfte der Bevölkerung irgendwann über 50 ist, denken natürlich sehr viele Menschen über den Tod nach. Und wir haben Zeit, nachzudenken. Frühere Generationen waren so mit dem Überlebenskampf beschäftigt, dass sie vielleicht gar nicht Zeit hatten, sich Gedanken zu machen. Und viele stellen sich natürlich die Frage, was angesichts des Todes, was hat mein Leben überhaupt für einen Sinn? Ist der Tod das radikale Ende oder wie ist er überhaupt? Und deshalb besteht ein großer Hunger nach den Erfahrungen der Menschen, die schon mal ganz nah am Tod dran waren. Und die Botschaft ist hier, die man weitergeben kann, dass der Tod für viele, die ganz nahe dran waren, jedenfalls nicht ein langsames oder schnelles Ausknipsen des Lichtes ist, sondern eher das Gegenteil. Dass da plötzlich Lichter angehen, die vorher nie an waren. Das ist natürlich total überraschend. Es ist einerseits befreiend, also man kann wirklich den Leuten sagen, das Sterben mag grausam sein, es ist oft grausam, wenn man eine schlimme Krankheit hat, aber der Tod ist alles andere als grausam, der Tod ist wunderschön. Es ist eine gewisse Entfremdung gegenüber der normalen Welt, dass man unvermittelt öfters das Gefühl hat, im falschen Film zu sein. Ja. Also, ich will es mal so vergleichen. Wenn Sie schon mal die Erfahrung gemacht haben, längere Zeit im Ausland gelebt zu haben, Sie haben immer, sagen wir mal, in München gelebt, jetzt wo wir gerade hier in München sind, und dann kommen Sie zum ersten Mal nach New York, sagen Sie, leben Sie 2 Jahre in New York, alles großartig und voller neuer Eindrücke, und wenn Sie zurückkommen, haben Sie das Gefühl, ich bin irgendwie zu Hause, aber doch nicht. Ich bin leicht im falschen Film. Plötzlich hat sich Ihre Heimat, obwohl es immer noch Ihre Heimat ist, verändert. Und Sie müssen erst, man sagt ja oft, die Reinkulturation, also das Heimkommen von einer langen Reise, ist schwieriger als die Inkulturation in eine fremde Kultur. Und das, genau das erlebt man da auch, dass man irgendwie, auch wenn es nur für Sekunden war, eine völlig andere Dimension betreten hat und kommt jetzt in die Vertraute zurück, und die ist einem zwar immer noch vertraut, aber gleichzeitig fremd. Also ich denke, dass jeder Nahtoderfahrene von sich kennt so einen,
eine innere Sehnsucht nach einer kontemplativen Lebensweise, dass man sagt irgendwie, am liebsten würde ich hier aussteigen und irgendwie Mönch werden, auf welche Weise auch immer, weil man den ganzen Hamsterradbetrieb, in dem wir ständig eingespannt sind, nicht mehr so ganz ernst nehmen kann. Der funktioniert ja eigentlich auch nur dann, wenn die Leute ihn nicht hinterfragen. Ja. Wenn jeder sagt, es ist total wichtig, mehr zu verdienen als mein Nachbar. Es ist total wichtig, ein tolles Auto zu fahren. Total wichtig, zweimal im Jahr Pauschalreise zu machen und so weiter. Wenn die Leute das nicht mehr wichtig finden, dann bricht alles zusammen. Und ich muss nämlich dann auch teilweise zwingen zu sagen, für bestimmte Zwecke ist es auch gut, sich wieder in das Hamsterrad zu begeben. Also dieses sich voll reinhängen in eine Sache, von der man auch ein bisschen weiß, dass sie Windhauch ist. Aber trotzdem verlangt unsere irdische Existenz, dass man das tut. Das ist jetzt nicht, weil man irgendwie depressiv geworden ist. Es wird oft missverstanden, man sei depressiv. Das ist überhaupt nicht. Man ist nicht depressiv. Aber man spürt, man hat nicht mehr diese Unschuld, sich in Dinge reinzuhängen, von denen man vielleicht dann am Lebensende sagen würde, so wichtig sind sie gar nicht. Man merkt jetzt schon, dass sie gar nicht so wichtig sind.